Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und herzlich willkommen zu Gast bei Ozan. Und Can in Berlin. Und zusammen testen wir heute einen der berühmtesten Burger hier in der Hauptstadt Deutschlands. Und ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Viel Spaß. Ozan, eine Frage. Kennst du Bürgermeister? Ich kenn Bürgermeister, Bruder. Alle Berliner kennen Bürgermeister und Bürgermeister hat geile Burger. Geile Burger und da gehen wir heute hin. Ja, ich bin gespannt. Wir sind direkt am Cottbusser Tor, wie ihr sehen könnt. Berlin zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Grau. Regnerisch. Ist halt Berlin, ne? Can, warst du schon mal bei Bürgermeister? Tatsächlich noch nicht, ist jetzt auch mein erstes Mal. Also ich bin ja auch zu Gast in Berlin, wenn man es so haben will. Deswegen. Was hast du gehört darüber? Soll richtig krass sein, auf jeden Fall. Soll richtig krass sein, hat mir Ozan eben gesagt. Bin echt gespannt. Doch, ich bin geboren im MV. Bin aber hochgezogen hier oben am Kotti. Kommen wir zurück zum Burger. Ich bin echt gespannt, Mann. Ich bin auch gespannt. Scheiße. Schaut mal, wir sind auch schon da. Kurz und knackiger Weg mit bisschen Action und Gesangseinlagung. Daran merkt man wieder, dass man am Kotti ist, Digga. Das war gerade Kotti. Ihr seht. Und direkt hier nebendran Bürgermeister. Ja, liebe Freunde, wir sind hier. Komm rein. Also man kommt hier rein und steht direkt vor einer Ampel. Und Gott sei Dank haben wir grün. Hier mit U-Bahn, Straßenlaternen. Das erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, ich weiß nicht wieso. Hat so Bahn-Vibes. Hat Bahn-Vibes, ja. Genau, Digga. Und das war auch die Idee vom Besitzer. Er wollte einfach eine U-Bahn machen. Mit sich. Auf die Bänke und sowas, auf die Wände. Es ist wie in einer Bahn. Cooler Vibe auf jeden Fall. Sehr starker Vibe. Ein sehr cooler Vibe. Er passt auch zu Berlin und auch zu Kreuzberg, Digga. Sehr schön gesagt. Und guck mal, die Karte ist auch sehr einfach gehalten. Hamburger, Cheeseburger, Chili Cheeseburger, Fleischmeister, Meisterburger, Meister aller Klassen, Hausmeister. Dann gibt es noch einen vegetarischen Burger. Fries, Cheese Fries, Chili Fries und Bacon Onion Fries. That's it. Wo ist denn mein Chili Cheeseburger, glaube ich, heute? Guten Abend. Guten Abend. Ja. Ich hätte gern einmal einen Chili Cheeseburger, bitte. Ich nehme den Fleischmeister. Ein Fleischmeister. Und dann brauchen wir noch einen. Jonesy? Jones. Cheeseburger noch? Und noch einmal Fries. So, nachdem ihr bestellt habt, bekommt ihr den Kassenzettel mit einer Nummer. Wartet auf euren Burger. Wir haben Nummer 34, Digga. Bin gleich dran. Boah, guck mal, es gibt auch Cookies, einmal Blueberry Cheesecake und Double Chocolate Peanut Chips. Und ihr seht, Leute, der Laden läuft auf jeden Fall. Ich hab über 10, 15 Arbeiter gefühlt, Alter. Guck mal. Ja, Mann. Küche so voll, einfach 10 Mitarbeiter auf 5 Quadratmeter. Eine Tüte nach dem anderen kommt raus. Da sind mindestens 20 Patties auf dem Grill, Käse, karamellisierte Zwiebeln, da oben ist der Bacon, die Pommes leuchten gold. Es ist extrem schnell, extrem laut, extrem intensiv hier gerade, ne? Ja, Mann. Energie. Sehr, sehr übertriebene Energie in der Luft, Alter. Morgen. Und ja, auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, wie es in so einer Bude abgeht. Da sieht man auch, die Patties gerade platt gedrückt werden. Sieht auch saftig aus, diese Peppi, sei mir ehrlich. Unnormal, so, unnormal. Ich hab so Bock auf diesen Burger, Digga. Einfach reinbeißen und. Und dort hinten werden die Burger fertig belegt. Und dann geht's raus zu den Leuten. Dankeschön, ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao, mach's gut. Mudora, Mudora, was geht ab? Was geht ab, Bratan? Alles gut? Oben sind nur die Cookies. Und unten sind Burger und Pommes, Digga. Hast du Bock? Wie ich Bock habe. Das heißt, Meister aller Klassen. Meister aller Klassen Burger. Hier willst du mal aufmachen, Digga. Also hier sind die Pommes auf jeden Fall. Die, das sind so echte Kartoffeln. Guck mal, da sieht man noch so die Schale außen. Ja, sie haben wirklich die Schale dran gelassen, direkt echte Kartoffeln rein. Ich schmeck wirklich nach Kartoffeln. Oder etwas weniger nach Pommes, Digga.
Ist anders auf jeden Fall. Ist anders. Ist gut. Er schmeckt wirklich nach einer Kartoffel. Ja? Ne? Einfach Kartoffel, Digga. Und? Nicht ungewohnt. Ich esse es zum ersten Mal so, aber schmeckt sehr lecker. Du könnt ruhig aufstehen, ne? Der ist für mich? Der ist für dich, ja. Oh Mann. Das ist der Burger. Meister aller Klassen. Boah, zwei Patties. Zwei Patties auf jeden Fall. Ich hab den Fleischmeister. Das ist ein Double Cheeseburger. Ein Double Cheeseburger mit zweimal Käse, zweimal Patty und karamellisierten Zwiebeln. Genauso wie ich es liebe. Nicht mehr und nicht weniger. Bruder, ich bin neidisch auf dich, Digga. Sag mal, was du hast. Ich hab einen Chili Cheeseburger mit Jalapenos. Ich mag das sehr, Digga. Also, Jungs, 3, 2, 1. Let's go. Let's go, Digga. Na? Wow. Ey, ohne Witz, ich bin immer wieder verblüfft. Berlin hat es einfach drauf, wo egal welcher Laden, hier schmeckt überall geil. Aber der, boah, vor allem dieses, boah, diese Kruste, boah, diese Kruste, die Burgerkruste, boah, Digga. Wow. Diese Burgerkruste, der Bun, so süß. Mmh. Und einfach also das ist sehr juicy, Alter. Das ist wirklich juicy. Schau mal, dieses weiche Brötchen. Dieser Fleischmatsch da drin. Das Fleisch ist weich, aber trotzdem. Wie kriegen die aber diese Kruste hin, Alter? Komm her, beiß mal in den Burger. Komm her, komm her. Ja, hau rein. Boah. Statement. Was sagst du? Krank. Sehr schön. Das Fleisch ist sehr gut. Kennst du den Burger? Das ist vom Burgermeister. Ah, da. Siehst du? Hast alle du Hunger? Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ja, gehört dir. Voll weg. Ich war Geburtstag, das Ding. Ey, egal. Alles Gute, Mann. Noch ein Geburtstag? Ja, ja, war. Ja, ja. Ah, du warst beim Geburtstag. Boah. Ey, also, ein Genuss, Walla, ein Genuss. Highlight bei dem Burger ist auf jeden Fall der Bun. Safe, mhm. Digga. Er zergeht auf der Zunge einfach, ne? Erstens das und schaut mal, wie gut der zusammenhält. Übertrieben, Alter. Du kannst da so reißen, machen. Der ist einfach sehr kompakt. Quetschen. Und sehr lecker. Und der Burger hat einfach die perfekte Größe. Boah, der ist nicht zu klein, nicht zu groß. Welcher Burger ist das? Das ist Double Cheeseburger. Onions, Käse, that's it. Boah. Ja. Der zergeht im Mund einfach. Kann man fast nicht besser machen, ne? Also der ist wirklich, der spielt ganz oben mit in Berlin. Ganz, ganz oben. Ich würde sogar sagen Top 3. Der ist wirklich richtig, richtig nice, Digga. Und dann gibt es immer noch... Warum lachst du? Und dann gibt es immer noch Menschen, die bei Fastfood-Ketten Burger essen, ne? Ja. Halt, guck mal, wenn es sowas gibt, ist unglaublich. Voilà. Sogar zu einem fairen Preis, ich glaube, zwischen 6 und 7 Euro der Burger, so das kann man auf jeden Fall machen. Ja, 7 Euro kann man auf jeden Fall machen, Digga. Wer geht da noch zu Five Guys? Boah, Bruder! Ja, ist krass. Feierabend. Das ist doch kein Burger! Boah, Bruder, hast du mal probiert? Nee. Oh mein Gott, Bruder! Oh mein Gott! Digga, Digga, der ist es! Der ist krass. Der ist perfekt. Der ist krass, ne? Wie er anfängt. Der ist böse, der ist gefährlich. Der zergeht im Mund einfach. Und dann noch gleiche Senfnote von unten. Krass, wirklich heftig. Und diese süßen Zwiebeln, ey. Das ist das Erste, was so richtig so... Also, ich glaube, wir haben uns einen sehr, sehr guten Laden ausgesucht für deinen Kanal, Digga. Richtig geil, Mann. Ich glaube auch. Richtig geil. Ich glaube auch. Ja, dieser Käse. Dieser Burger und Brot und diese karamellisierten Zwiebeln, die Kombination ist einfach 10 von 10, Digga. Ich wollte gerade sagen, das ist eine 10 von 10. 100%, 10 von 10. Wirklich, also hier müssen wir öfter essen. So stelle ich mir einen Burger vor, ja? Sag dir ehrlich, Mann. Mm. Wenn dieser Fleisch und Käse so einen Matsch ergibt, gell, das ist so. Genau so muss ein Burger genau sein. Genau dieser Matsch macht so aus. Mhm. Perfekt, der ist safe, my favorite. Bro, ich will mit ihm heiraten, aber ich platze, wirklich. Also es ist auf jeden Fall ein Genuss, 100% Fleisch, ne? Ich habe schon wirklich Bock, das ist jetzt nicht fürs Video, du weißt doch, YouTuber sagen immer so, boah, voll krass, voll krass. Ein Wunder, dafür nicht bezahlt, also er schmeckt wirklich unglaublich krass. Habt ihr Hunger? Nein, Bruder, danke. Können wir ein Foto machen? Mach wohl. Was war das jetzt für den Burger? Das war der Fleischmeister. Der perfekte Cheeseburger, oder? Man könnte es eigentlich nicht besser machen, oder? Der ist perfekt, Bruder. Oh mein Gott. Wow. Okay, Can, Bruder, ich weiß, du stirbst was, aber wir haben noch einen Nachtisch. Nachtisch muss immer sein. Für Nachtisch habe ich immer Platz. Bist du Schoko? Ich nehme Schoko, oder ja. Diese. Schoko. For you. Okay, danke. Wir haben noch zwei leckere Cookies, schaut mal hier. Boah, das ist kein Cookie, das ist ein Terminator. Was ist das, Bruder? Warte, ich spreche einmal auf.
Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, ich breche ihn auch mal auf. Guck mal, wie es bei ihm aussieht. Sieht auch sehr gut aus. Okay, ich bin gespannt. Boah. Boah, Bruder. Und dann wundern sich die Leute, warum wir fett sind. Ja. Er sagt auch, ja, obwohl er den besten Körper aus ganz Berlin hat heute, Alter. Digga, wir essen nicht einfach so, wir essen mit Leidenschaft. Das ist, ey. Es ist Liebe. Wir müssen rummachen mit dem Essen, hat Ozan gesagt. Genau, Alter. Wir müssen rummachen mit dem Essen. Johannes? Sehr wild. Jonesy? Boah. Der ist auch so matschig, ne? Doch, ja, die haben es drauf, wirklich. Mhm. Die haben es wirklich drauf. Was sagst du, Lukas, zu deinem? Der könnte für meinen Geschmack sogar noch matschiger sein, aber der ist schon sehr stark. Das ist so eine 8 von 10, würde ich sagen. Der ist schön so half-baked. Man merkt den Teig noch, schön süß, Blaubeeren, weiße Schokolade. Ist halt ein Burgerladen, ne? Ist jetzt kein Cookie-Laden. Aber der schmeckt gut. Ja. Ja, ja, der ist schon stark. Probier mal, Bruder. Ich nehm das hier, Digga. Nimm. Er ist ein bisschen noch zu hart. Mhm. Er könnte ruhig ein bisschen weicher sein, aber ist okay, kann man machen. Ey, aber der Burger. Der Burger war es. Der Burger war es, Digga. Wild, sehr wild. Okay, Freunde, ich würde sagen, an der Stelle ziehen wir einen Schlussstrich. Auf jeden Fall danke fürs dabei sein. Digga, du bist es, Alter. Gerne, hab gerne, mich gerne. Gefreut in Berlin. Danke, dass wir dabei sein durften. Ja, Mann. Abonniert den Kanal von Lukas für weiteres Essen. Abonniert auch Chans Kanal, abonniert auch Ozans Kanal, abonniert auch Jones Kanal. Hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich. Ich finde das sehr cool mit dir gewesen, ja. Bro. Sympathischer, er ist sympathischer als in den Videos auf jeden Fall. 100%. Er ist schon sympathisch, aber noch sympathischer in echt. Er ist es, Digga. Lukas ist es. Okay, jetzt reicht's. Macht's gut, peace. Boah, ey, der Burger, Bro. Gut, ja. Der Burger, Digga. Den musst du öfter essen. Mhm. Wallah, ich mein's ernst. Die Pommes leuchten golden.